Dann begrüße ich mal alle, die sich heute Abend eingefunden haben. Alle Freunde der schwarzen Materie. Heute geht es nicht unter Tage, aber wir werden uns beschäftigen mit dem, was die Kumpels, was die Bergleute im Ruhrgebiet und in anderen Regionen zutage gefördert haben. Wir haben vor längerer Zeit schon mal eine Quelle erfasst, indexiert. Da ging es um den Schieferbergbau, um eine kleine Zeche, die in Korb am Rhein sich befunden hat. Und unsere Kontakte mit den Freunden des Fazit in Essen haben uns auf die Idee gebracht, dass wir doch mal mit dem Bergbaumuseum, mit dem Bergbauarchiv in Bochum Kontakte aufnehmen, und darüber haben sich dann sehr gute Kontakte ergeben. Wir werden nachher noch was hören, was wir da vorhaben. Da geht es um die genealogische Erfassung von Quellen, die dort vor Ort für uns zur Verfügung gestellt werden. Aber bevor das soweit ist, hören wir uns zunächst mal einige Informationen zu den Dokumenten, zu den Quellen, die in Bochum liegen, und zum Bergbaumuseum, zu der Einrichtung insgesamt. Ich freue mich, dass wir heute Abend Frau Dr. Schepers und Herrn Dr. Tschigoda, dass die den Weg zu uns gefunden haben und mit uns gemeinsam dieses Projekt machen und die uns heute Abend auch über ihre Quellen, über ihre Archive vor Ort da einiges berichten. Dann darf ich das Mikrofon übergeben. Ja, lieber Herr Reinhardt, vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Maria Schepers und ich, wir freuen uns auch, dass wir heute in dieser Runde so ein bisschen die Quellen und ihre Potenziale nicht nur für die genealogische Forschung, weil das ist bei uns natürlich nur ein Bereich von vielen, vorstellen können, die wir hier im Montanhistorischen Dokumentationszentrum des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum verwahren. Was sich hinter diesem Kurz-Montan-Doc verbirgt, das werde ich Ihnen jetzt kurz versuchen nahezubringen. Im Einzelnen möchten wir Ihnen, wie gesagt, zunächst das Montan-Doc als, wie es so schön heißt, sammlungsbezogene Forschungsinfrastruktur des Deutschen Bergbaumuseums vorstellen und dabei insbesondere natürlich auf die Quellen, die Sie vorrangig interessieren und die im Bergbauarchiv liegen, mit eingehen. Dabei auch die Frage thematisieren, wie wir diese Quellen zugänglich machen, und nicht zuletzt in diesem Kooperationsprojekt, was wir haben, auch digitalisieren. Maria wird dann ein bisschen was erzählen, sie näher eingehen darauf, welche personenbezogenen Überlieferungen wir bei uns im Bergbauarchiv haben. Womit wir abschließend dann auch konkret auf unsere Kooperation zur, wie es so schön auch wieder hier für unsere Forschungspläne heißt, zur Digitalisierung und wissenschaftlichen Inwertsetzung personenbezogener Quellen mit Crowdsourcing-Methoden, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, ich fange an, ein bisschen zu erzählen über das Bergbaumuseum. Sehen hier vielleicht ein Ihnen bekanntes Bild mit dem Gebäude. Das ist ein Entwurf der Architekten Schupp und Kremmer, die auch Zollverein entworfen haben. Das Fördergerüst, was Sie sehen, stand hier beileibe nicht immer, sondern ist erst in den 70er Jahren, ich glaube 1973, praktisch über dem Bergbaumuseum errichtet worden, stand ursprünglich über der Zeche Germania in Dortmund. Das Bergbaumuseum ist schon 1977 in die sogenannte Blaue Liste der national bedeutsamen Forschungsmuseen aufgenommen worden und mithin heute eines von insgesamt 8 Forschungsmuseen in der Leibniz-Gemeinschaft. Dazu gehören unter anderem auch das Deutsche Museum in München, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg oder auch das Naturhistorische Museum in Berlin. Die zentrale Aufgabe des Hauses ist es, so steht es praktisch bei uns als erster Satz in dem sogenannten Mission Statement, dass wir das kulturelle Erbe des Bergbaus erforschen, sammeln, bewahren und vermitteln. Dies tun wir in der inhaltlichen Fokussierung auf unseren Gegenstand, den Bergbau und die
und die Georessourcen mit einem recht breiten Spektrum unterschiedlicher Forschungsdisziplinen. Zu nennen sind beispielsweise der Bereich der Montanarchäologie in unserem Haus, die eigentlich weltweit unterwegs sind, um alten Bergbau auszugraben und zu untersuchen, oder aber auch die Archäometallurgie und die Materialkunde als stärker naturwissenschaftlich orientierte Disziplin. Aber natürlich gibt es auch ganz klassische, ich sage mal, Otto-Normalhistoriker wie Maria und mich am DBM, die den Bergbau, die Bergbaugeschichte eigentlich seit dem Mittelalter und der frühen Neuzeit bis in die neuere und neueste Zeit hinein untersuchen. Wobei gerade die Forschung zur neueren und neuesten Montangeschichte und zum Industrial Heritage hier bei uns in Montan doch angesiedelt sind. Daraus leiten sich oder auch durch die Zugehörigkeit des Montan-Doc zum DBM als Leibniz-Forschungsmuseum leiten sich für uns verschiedene Aufgaben ab. Das ist einmal ganz klassisch die Kernaufgaben von solchen Infrastrukturen, nämlich wir sammeln und bewahren die kulturelle Überlieferung oder das Erbe des Bergbaus, um das etwas pathetischer zu formulieren. Und wir kümmern uns darum, dass wir es erschließen, digitalisieren, um es zugänglich und verfügbar zu machen für die Gesellschaft, wie auch insbesondere für die Wissenschaft. Bei uns verbindet sich dies in einem hohen Maße mit eigenen Forschungen und Forschungsprojekten, die in der Regel einen sehr engen Bezug zu unseren Sammlungen haben. Und auch im Bereich des Wissenstransfers sind wir aktiv. Vielleicht hat der ein oder andere wahrgenommen, die jüngste Sonderausstellung in unserem Haus, krass drüber, Umweltgeschichte des Bergbaus im deutsch-deutschen Vergleich. Das war eine Ausstellung, die aus einem breiter angelegten Forschungsprojekt oder Forschungsverbund heraus entstanden ist. Oder aber auch auf die Ausstellung Zeitalter der Kohle 2018 auf Zollverein, die wir zusammen mit dem Ruhrmuseum zum Auslaufen des deutschen Bergbaus damals, des aktiven deutschen Steinkohlenbergbaus, um es genauer zu sagen, konzipiert haben. Im Moment sind wir mit unserer Einrichtung nicht mehr oder seit geraumer Zeit schon nicht mehr im Deutschen Bergbaumuseum selbst, sondern auf einem Interimstandort angesiedelt. Das liegt daran, dass wir 2016 ausziehen mussten, weil nämlich das Gebäude baulich ertüchtigt werden musste und die gesamten Dauerausstellungen im Grunde genommen überarbeitet und neu gestaltet worden sind. Und so ein Umzug, das war nicht ganz ohne, muss ich sagen. Immerhin hatten wir nicht nur die Büros und die Mitarbeitenden umzuziehen, sondern im Grunde genommen die gesamten Sammlungen und Archivbestände des Bergbaumuseums. Wir sind, wie gesagt, hier im Moment auf dem Gelände der Firma Heinzmann auf, ja, seit Anfang 2017 jetzt auf einem Interimstandort. Und ich würde Ihnen gerne einen kleinen visuellen Einblick geben, nicht zuletzt auch, weil dieser Film sehr schön zeigt, wie es bei uns hinter den Kulissen aussieht. Wir sind auch ein bisschen stolz auf diesen Film. Ich hoffe, es klappt technisch. Also da der Ton jetzt nicht so zu hören ist, es ist nur eine Musikhintergrund. Also wir befinden uns hier in der
großen Halle mit unseren ganzen Objekten, nur noch mal so ein bisschen, um den Hintergrund zu sagen. Und durch diese Interimsstandlage hatten wir halt eben diese großen Regale, wo viele unserer Objekte einfach in verpackter Form liegen. Und also Sie sehen einfach diese schiere Menge und Masse. Konservativ geschätzt haben wir, glaube ich, 350.000 Objekte. Aber Sie werden da noch was zu erzählen, Herr Prigoda, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe von Ihrem Vortrag. Und wir fliegen also mit der Drohne einfach mal so dieses Gebäude ab und gehen dann gleich in weitere Teile, wo dann auch die Archivräumlichkeiten zu sehen sein werden. Ich hoffe, das hat Ihnen jetzt einen kleinen visuellen Einblick gegeben in das, was wir hier haben. Wir betreiben darüber hinaus noch zwei Außenmagazine, insbesondere auch fürs Bergbauarchiv, wo noch weitere Überlieferungen lagern, die wir jetzt nicht gesehen haben. Und all das, was jetzt in dem Film praktisch hier am Standort gezeigt wurde, das soll dann schließlich in ein neues Forschungsgebäude mit integriertem Depot umziehen, das 2026 fertiggestellt sein soll. Sie sehen hier einen Architektenentwurf, wie das künftig aussehen soll. Das liegt in einer geschichtsträchtigen Umgebung, nämlich an der Galenschen Straße in der Nähe der Jahrhunderthalle. Soweit vielleicht zu den Perspektiven. Zurück zum Montanuc und seinen Inhalten. Das Montanuc ist 2000 gegründet worden als Zusammenschluss der ehemals eigenständigen Bereiche Bergbauarchiv, Bibliothek, Fotothek und museale Sammlung. Seit 2022 haben wir überdies unsere Digitalisierungs- und Benutzeraktivitäten in einem eigenen Bereich, dem infrastrukturellen wissenschaftlichen Service, gebündelt. Nur ein kurzer Blick auf das, wie sich die Sammlungen bei uns unterteilen, was Ihnen einfach nur zeigen soll, so ein bisschen die Bandbreite dessen, was Sie eben im Bild gesehen haben, wie sich das praktisch niederschlägt. Das reicht eigentlich von technischen Geräten über im engeren Sinne kulturelle Überlieferungen, insbesondere aus der ständisch-bürgerlichen Sphäre, bis hin zu den mineralogischen und geologisch-paläontologischen Sammlungen. So, und da hakt er. Angegliedert ist überdies auch eine Bibliothek mit integrierter Fotothek.
Die Bibliothek enthält 80.000 Medieneinheiten, die auch hier bei uns vor Ort eingesehen werden können. Passend im Grunde genommen zum Thema Bergbau, Bergbaugeschichte und eine Fotothek mit derzeit über 40 verschiedenen Fotosammlungen und ich muss es gestehen, ungezählten Einzelaufnahmen. Schätzungsweise geht es da ungefähr an 1 Million Einzelaufnahmen allein in der Fotothek. Zentral aber auch heute Abend ist natürlich das Bergbauarchiv, das 1969 als erstes überregionales Branchenarchiv in der Bundesrepublik gegründet wurde und im Grunde genommen zuständig ist für die Überlieferung der Bergbauindustrie in den Grenzen der alten Bundesrepublik. Wer so ein bisschen die Bergbaugeschichte kennt, der sieht, dass das Gründungsjahr 1969 nicht unbedingt zufällig ist, sondern zusammenfällt mit der Gründung der Ruhrkohle AG als Einheitsgesellschaft des deutschen Bergbaus, des deutschen Steinkohlenbergbaus, muss ich sagen. Mit dieser Gründung oder dieser Zusammenfassung sollten die Folgen und die Auswirkungen der Strukturkrise bewältigt werden, die seit 1958 im Berg diese eingesetzt hatte und in den 60er Jahren zu zahlreichen Zechenschließungen geführt hat, teils auch sehr unsystematisch, zum Beispiel die Zeche Graf Bismarck in Gelsenkirchen, die dicht gemacht worden ist, galt damals als eine der leistungsfähigsten Zechen. Und praktisch diese Krisenauswirkungen wollte man systematisieren und abfedern, insbesondere auch in sozialer Hinsicht. Und im Grunde genommen war das ein Prozess der sozialverträglichen Schrumpfung des Bergbaus, der bis zum endgültigen Auslaufen im Jahr 2018 angehalten. Im ersten Jahrzehnt der Kohlenkrise, also Ende der 50er und in den 60er Jahren, ist es, wie gesagt, schon zu zahlreichen Zechenstilllegungen gekommen. Und in diesem Zusammenhang sind offensichtlich auch sehr viele Überlieferungen tatsächlich vernichtet worden. Ist bei uns immer so aus den Erzählungen, dass es hieß, naja, wenn so eine Zeche dicht gemacht hat und man hat noch einen Aktenkeller gefunden, was hat man gemacht? Da hat man einen LKW bestellt, hat das aufgeladen und hat es in den Schacht gekippt, bevor man den dann oben sozusagen versiegelt hat. Also wie gesagt, wir wissen nicht, was in diesen Jahren im Einzelnen vernichtet worden ist, aber es war offensichtlich eine ganze Menge. Nichtsdestotrotz haben wir heute im Bergbauarchiv eine Überlieferung von roundabout 7 Regalkilometern. Diese gliedert sich in 4 Großgruppen. Nämlich einmal in die Überlieferung von Unternehmen und Konzernen des Bergbaus, sodann in diejenige der Bergbauverbände und Gemeinschaftsorganisationen. Dann haben wir annähernd oder inzwischen, glaube ich, über 200 Vor- und Nachlässe und über 30 archivische Spezialsammlungen, wie beispielsweise auch eine Filmsammlung oder aber eine Plakatsammlung, die seit kurzem erschlossen ist und online ist. Wenn man sich die Unternehmens- und Konzernbestände ein bisschen näher anschaut, sieht man sehr deutlich, dass natürlich auch historisch bedingt und durch die Situierung hier im Ruhrgebiet der Steinkohlenbergbau für die Überlieferung bei uns eine ganz wesentliche Rolle spielt. Nichtsdestotrotz haben wir auch aus anderen Bergbaubereichen, mit anderen Bergbausparten einige Überlieferungen hier, wobei es gerade für den Braunkohlenbergbau und den Kalibergbau auch andere Archivierungslogiken gibt. Also der Braunkohlenbergbau im Rheinland, die Überlieferung liegt zum großen Teil heute bei der RWE oder im historischen Konzernarchiv, der RWE. Und der Kalibergbau hat an das Hessische Wirtschaftsarchiv abgeliefert. Also insofern sind diese Überlieferungen nicht verloren gegangen, sondern sie liegen halt in anderen Archiven. Interessant könnte auch noch für Sie sein, ein kleiner Blick auf die Vor- und Nachlässe. Vor allem beziehen sich diese auf die sogenannten Funktionseliten in der Bergbauindustrie, sprich,
auf die direkt Bergwerksdirektoren oder Generaldirektoren und Vorstandsvorsitzenden der großen Unternehmen oder aber auch bis runter zur Steigerebene im Grunde genommen die Führungseliten aus der Bergbauindustrie. Sehr viel kleiner ist die Zahl der Überlieferungen von Bergbeamten, die in staatlichen Diensten standen, also praktisch der Bergbehörde angehörten, und auch von Wissenschaftlern, Montanwissenschaftlern, die sich mit Bergbaukunde und Ähnlichem beschäftigen. Und nicht sonderlich groß ist eigentlich auch die Anzahl der Überlieferungen von Bergarbeitern und auch Angestellten, von Steigern als technischen Angestellten und Aufsichtspersonal haben wir ein bisschen was. Aber gerade die einfachen Bergleute hatten nicht diesen ausgeprägten Hang zur Verschriftlichung oder zur Schriftlichkeit und zur Dokumentation ihres eigenen Lebens. Die hatten andere Probleme, sodass da meistens nur Überlieferungssplitter tatsächlich auf uns gekommen sind, beziehungsweise sich diese Überlieferungen häufig auch in einem hohen Maße ähneln, beispielsweise beim Bereich der Arbeitsbücher. Da wird Maria, glaube ich, nachher noch ein bisschen was zu sagen. Insofern sind also die Bergarbeiter als solche bei uns hauptsächlich nur indirekt in den Akten im Grunde genommen der Unternehmen, Konzerne und der Verbände überliefert. Zeitlich gesehen konzentriert sich die Überlieferung bei uns auf das 19. und das 20. Jahrhundert. Das hat nicht zuletzt einen historischen Grund. Bis 1865 galt das sogenannte Direktionsprinzip. Das heißt letzten Endes, dass zwar Privatleute sich finanziell als Gewerke am Bergbau beteiligt haben, investiert haben, dass der Betrieb der Gruben, die eigentliche Verwaltung der Gruben, aber durch die staatlichen Bergbehörden erfolgte. Insofern finden Sie auch entsprechende Betriebsakten und Personalunterlagen aus der Zeit vor 1865 heute in den entsprechenden Staatsarchiven, hier in Nordrhein-Westfalen, vor allem der Abteilung Westfalen in Münster. Seit den 1850er Jahren, seit Beginn der 1850er Jahre wurde dieses Direktionsprinzip dann schrittweise abgeschafft. Und vor allem dann auch mit dem Erlass des Allgemeinen Preußischen Berggesetzes 1865 im Grunde genommen völlig abgeschafft. Die Bergbehörden fungierten seitdem nur noch eigentlich als staatliche Aufsichtsorgane, während die Gruben tatsächlich oder die Bergwerke in das volle Eigentum und die volle Verfügungsgewalt der privaten Unternehmer oder Unternehmen übergingen, die damit auch zum Eigner ihrer eigenen Registraturen wurde. Und ab diesem Zeitpunkt im Grunde genommen setzte auch bei uns der Großteil der Überlieferung ein. Wie machen wir nun diese Bestände, die Unterlagen, die wir bei uns liegen haben, sichtbar nutzbar? Das passiert heutzutage natürlich ganz vorrangig auf digitalen Wege und online. Und schon seit 2006 ist praktisch haben wir eine Datenbank online, wo ein Teil, nicht noch nicht alles, aber ein Teil der erfassten Bestände und Sammlungen entsprechend recherchiert werden kann. Und zwar aus allen Bereichen. Es ist also eine Datenbank, da finden Sie dann Akten aus dem Bergbauarchiv, Bücher aus der Bibliothek oder auch Objekte aus den musealen Sammlungen. Diese Datenbank ist zugleich und heute zentrale Referenz für weitere Online-Angebote. Zu nennen sind insbesondere praktisch Daten, die wir auf den fachlichen bzw. den regionalen Portalen Museum Digital und dem Archivportal NRW einstellen. Und unsere Zielrichtung, unser Fokus ist letzten Endes die Deutsche Digitale Bibliothek. Von wo aus praktisch oder daraus die Daten von Museum Digital und aus dem Archivportal NRW werden dann automatisiert eben an die Deutsche Digitale Bibliothek weitergegeben, wo wir heute mit gut 17.000 Nachweisen vertreten sind.
Hinzu kommen weitere Datenbanken, hauptsächlich projektbezogen, auf die ich hier jetzt gar nicht weiter eingehen will. Wenn ich eben die Zahl 17.000 genannt habe und Sie so ein bisschen auch vor dem Hinterkopf haben, die Mengen, die wir bei uns haben, 350.000 Objekte, 80.000 Medieneinheiten in der Bibliothek und so weiter und so fort, 7 Regalkilometer Akten, dann ist Ihnen, glaube ich, klar, das, was Sie digital sehen, ist tatsächlich nur die Spitze eines Eisberges. Der Vergleich scheint mir, glaube ich, ganz angebracht, auch in dem Mengenverhältnis. Die Digitalisierung ist bei uns, wie eigentlich heute in allen entsprechenden Gedächtniseinrichtungen, eine vordringliche Aufgabe. Dabei ist sie gleichzeitig eine dauerhafte Aufgabe und ein Langzeitprojekt. Angesichts der Mengen und des Materials, was nicht nur bei uns, sondern auch in vielen Gedächtniseinrichtungen lagert, und den verfügbaren Ressourcen, vor allem Personalressourcen, ist es also zwingend nötig, dass man weiterhin auswählt und auch in strategischer Hinsicht schaut, wie man seine Überlieferungen und Bestände möglichst umfassend sichtbar macht. Bei uns ist das in strategischer Absicht, dass wir uns im Moment sehr darauf konzentrieren, dass wir versuchen, einen Überblick über die Gesamtheit zu geben, indem wir die einzelnen Bestände im Archiv beziehungsweise einzelne Sammlungen oder Sammlungsentitäten in den anderen Bereichen auf einer übergeordneten Ebene beschreiben. Zweiter Schwerpunkt ist natürlich dann weiterhin die Erschließung und Dokumentation auf Ebene der einzelnen Akten und Objekte. Das ist ganz klar. Was jetzt aber dann die nächsttiefere Stufe oder die beiden nächsttieferen Stufen betrifft, nämlich dass wir tatsächlich Bestände digital, komplett digital online stellen, oder gar in Form von schon aufbereiteten Forschungsdaten online stellen, da sind wir bestenfalls ganz am Anfang. Also wir haben aus dem Archiv derzeit noch keinen Bestand komplett digitalisiert, sodass Sie den online einsehen können. Und insofern ist eigentlich unser digitales Angebot so ein bisschen, oder müssen wir im Grunde genommen schauen, dass wir digital und analog verschränken. Und insofern kann man im Grunde genommen unser digitales Angebot vorrangig auch als Türöffner zu unseren eigenen Beständen und hin zu einer analogen Nutzung unserer Bestände verstehen, die natürlich, ich nehme an, die meisten von Ihnen waren schon mal im Archiv und kennen die Regularien, das ist bei uns nicht viel anders. Sie fragen an, wir recherchieren vor, Sie kriegen eine Antwort, werden dann gegebenenfalls eingeladen, hier vor Ort zu kommen, vereinbaren Benutzungstermin und bekommen dann die fraglichen Unterlagen hier im Rahmen der gesetzlichen archivrechtlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen vorgelegt. Wie gesagt, das ist letzten Endes die immer noch not- und auf absehbare Zeit notwendige Verschränkung, die wir gehen müssen. Und da hoffen wir allerdings auch so ein bisschen mit unserem Projekt, da auch ein Stück weit in die Richtung zu kommen, dass wir tatsächlich digitale Sachen auch oder digitalisiert zur Verfügung stellen. Soweit erstmal von mir. Ich gebe jetzt gerne an Maria weiter, die Ihnen ein bisschen was erzählen will über jetzt spezifisch die personenbezogenen Quellen, die wir hier bei uns im Bergbauarchiv haben. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Dankeschön für die erste Folie. Was uns aber heute besonders an den Beständen eben interessiert, sind ja die personenbezogenen Daten und Quellen, die wir hier vorhanden haben. Und jetzt haben wir eben schon gehört, dass wir, wenn viele Zechenbestände zwar haben, wenn ich das mal so salopp bezeichnen darf, aber eben dort auch vieles einfach nicht überliefert ist. Und dann kommen wir im Hinblick auf personenbezogene Quellen auch noch mal zu einem ganz anderen Aspekt, denn da war es sowieso schon üblich, generell einiges wegzuschmeißen. Und auch die Archive sind nicht so, dass sie sagen, wir behalten alles, sondern haben ihre archivischen Kriterien und haben entsprechend so aufbewahrt. Und das haben auch wir getan.
Und da kommt eigentlich ein Satz, den wir leider relativ häufig schreiben müssen, wenn wir genealogische Anfragen bekommen. Und ich zitiere diesen, weil er einfach, glaube ich, das ein bisschen ganz gut widerspiegelt, vor welchem Problem wir hier im Montanoc stehen. Gestatten Sie mir zunächst den Hinweis, dass im Montanoc Bergbauarchiv Bochum Personalunterlagen nur partiell und für viele ehemalige Bergwerke gar nicht überliefert sind. Personalunterlagen werden durch die Unternehmen verwahrt und sind nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen durch diese oft vernichtet worden. Zudem handelt es sich bei diesen Unterlagen um serielles Massenschriftgut, das über besagte Aufbewahrungsfristen hinaus nur in Auswahl und nach archivischen Bewertungen langfristig archiviert werden kann. Ja, nach diesen echt ernüchternden Worten kann ich Ihnen aber wieder Hoffnung machen, denn wir haben durchaus viele Quellen, die die Suche nach den Vorfahren erleichtern und auch nach Vorfahrinnen. Vor allem, wie hier schon mal eingeblendet, sozusagen das Cover, Belegschaftslisten und Stammkarten und Personalkarteien sind ein sehr gut und reichlich überlieferter Quellenbestand aus unterschiedlichen Bergwerken. Und auch auf den nächsten Folien sehen Sie eingeblendet, mal etwas deutlicher auch die Innenseiten und auch noch weitere Beispiele, die Ihnen so einen Eindruck davon geben können, was wir hier alles so überliefert haben, wie die Quellen aussehen, wie sie sich gestalten, wie viele Informationen auch in den Quellen zu sehen sind, zu finden sind. Also das geht dann eben über einfache Namensnennungen und vielleicht noch die Tätigkeiten, über dann die Geburtsdaten und Geburtsorte, Religionszugehörigkeit. Also quasi alles an personenbezogenen Daten, die einen sehr viel weiterhelfen und sehr viel weiterbringen. Auch in den nächsten Folien sehen Sie Arbeitsbücher. Dann gibt es aber auch noch viele andere Bereiche. Hier ist nochmal eine Stammkarte zu sehen. Abwehrbücher, Listen, die zu verschiedensten Zwecken geführt worden sind. Und auch der ganze Bereich, den die Zechen geführt haben, um irgendwie Lohnberechnungen zu führen, also Schichtenzettel, Lohnlisten und so weiter und so fort, sind hier überliefert. Und weiter muss man sagen, gibt es eben auch noch an Stellen, wo man vielleicht erstmal gar nicht vermutet, dass man dort personenbezogene Daten findet. Das ist so in Bereichen wie Wohnungswesen. Also die Zechen haben ja vielfach auch eigene Häuser und Siedlungen errichtet. Und dort gibt es dann auch Listen von Personen, die eben nach Wohnungen suchen beziehungsweise wohnberechtigt sind. Und das ist so ein bisschen unsere Erfahrung, die ich auch hier mit meinen Kolleginnen, die so hauptsächlich die Nutzendenbetreuung machen, dass man sehr kreativ wird, wenn es darum geht, dass Personen anfragen und sagen, ich suche nach dem Vorfahren XY, wo man auch überall gucken kann. Das ist so unsere Erfahrung und man ist schon sehr bemüht, dann auch wirklich noch das Letzte herauszuziehen. Und das ist eben auch ein großes Problem für uns, die also wir diese genealogischen Anfragen beantworten wollen, erstmal zu identifizieren, welche Quellen haben wir eigentlich. Das ist schon ein relativ großer Aufwand. Wir haben zwar natürlich einen guten Überblick und die Unterlagen sind auch entsprechend verzeichnet, aber eben in einer relativ flachen Weise, so wie der Archivjargon das sagt. Also dann hat man eben die Personalkartei A bis Z und so weiter und so fort. Also das heißt, es einfach einen Namen in die Datenbank einzugeben uns in den seltensten Fällen weiterbringt. Und dann haben wir das dann einmal geschafft, dass wir vielleicht für eine Anfrage identifizieren konnten, in dem und dem Zechenüberlieferung sind eben Dinge zu finden. Und dann bedeutet das so, dass die Personen, wie Herr Prigoda schon sagte, dann eine Antwort bekommen und dann eingeladen werden, ja, kommen Sie gerne ins Archiv. Hier können Sie dann die Sachen einsehen, weil gerade diese Belegschaftslisten, die also über sehr große, ja, Mengen an Personen in einem Buch über 1000 Personen, die dort aufgeführt sind, das können wir natürlich nicht alles selber durchgehen. Und das heißt also, dass die Leute dann vor Ort hier recherchieren und eben im Grunde genommen am Ende dann entweder fündig werden oder nicht, aber es ist ein sehr hoher Zeitaufwand.
Ja, also da mittlerweile eben aber auch kaum noch ein Tag vergeht, in dem wir eben keine genealogische Anfrage bekommen, bindet das relativ viel Arbeitskraft von uns. Und daher wären wir sehr froh, als der Verein für Computergenealogie im Zusammenschluss mit der Familienzusammenführung im Team Fazit in Essen auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir uns nicht vorstellen können, ein Projekt mit ihnen zu realisieren. Und da waren wir auch relativ sofort bereit und auch ziemlich enthusiastisch, weil wir einfach gemerkt haben, ja, da steckt viel Musik drin und wir wussten ja auch schon, wie viel der Verein für Computergenealogie geleistet hat in Zusammenarbeit mit Archiven. Und ja, dann mussten wir aber noch hier auf unserer Seite ein bisschen die Rechts- und Personal- und Verwaltungsabteilung davon überzeugen, dass es eben eine gute Sache ist. Ein großes Problem ist einfach, dass von unserer Seite aus gesehen Ehrenamt, was eben damit involviert ist, einfach erstmal festgestellt werden musste und das in die richtigen Bahnen gebracht werden musste und auch natürlich alle rechtlichen Seiten, was so einen Kooperationsvertrag angeht. Aber schlussendlich, und das ist, denke ich mir, auch eine gute Erfahrung für uns und auch für das Museum und den ganzen Bereich, dass eben sowas einfach möglich ist und das auch eine zukunftsweisendes Projekt ist. Worum geht es in dem Projekt, dem wir eben diesen Schmucknamen Digitalisierung und wissenschaftliche Wertsetzung personenbezogener Quellen mit Crowdsourcing-Methoden gegeben haben? Bei uns muss das eben alles etwas bombastisch klingen. Wir kommen eben zusammen und digitalisieren Bestände, personenbezogene Daten bei uns und wollen sie dann digital zur Verfügung stellen. Im Klartext heißt das, wir wollen also das bisherige Erschlossene viel tiefergehend behandeln und wir haben hier einen Blick nochmal in unsere Datenbank. Es geht um die Zeche Ewald, um Stammkarten, die wir dort haben und so sieht es halt bisher aus und da ist ganz klar, dass man da eben relativ wenig Informationen bekommt. Also wenn man nach einer speziellen Person sucht, also Namen, da kommt man eben, weiß man, naja gut, bei Buchstabe K könnte dann möglicherweise mein Verwandter da sein. Und da ist eben halt unsere große Hoffnung, dass wir jetzt sagen, wir können viel von den Daten digitalisieren und dann in einem nächsten Schritt sie dann auf einer entsprechenden Webseite des Vereins für Computergenealogie zur Verfügung stellen. Und dann, ich denke, das kennen Sie wahrscheinlich auch alle schon, entsprechend dann von der interessierten Crowd bearbeiten lassen, so dass eben anhand von vorher definierten Kriterien, das ist also jetzt hier in unserem Falle der Zechenort, die Schachtanlage, Name der Person, Geschlecht, Geburtstag und Ort, Familienstand, Religion, dann den Zeitpunkt im Eintritt der Anlegung der Person und die Tätigkeit, die die Person ausgeführt hat. Das ist also das, was wir da erschließen wollen. Und im Grunde genommen ist es dann auf dieser Seite steht dann zur Verfügung und kann dann eben auch wieder zu uns zurückfließen in unsere eigene Datenbank und uns dann eben auch noch wieder diese Daten zur Verfügung stellen, damit sie auch bei uns wieder auffindbar sind und wir da auch mit weiterarbeiten können. Also die konkrete Tätigkeit sah bisher so aus, dass, also ich denke, ich hoffe, ich darf auch Namen nennen, von Fazit war Herr Birnbach, Herr Musebrink und Herr Vickers bei uns im Montandock und haben hier vornehmlich an einer Digitalisierungsstation, an einem Bookcopy gearbeitet und diese Stammkarten der Zeche Ewald in Herten digitalisiert oder zumindest schon einen großen Teil und vor allen Dingen auch den Teil, den wir aufgrund von archivischen Sperrfristen auch erlaubterweise hinausgeben können. Und ja, das ist dann hier vor Ort von zwei Kollegen oder Kolleginnen, einmal der Frau Borchert und den Herrn Dischlewski, betreut worden. Und die Digitalisate sind jetzt entsprechend schon aufbearbeitet und sind auch in erster Form auf der Projektseite zugänglich. Ja, dann ist zudem auch noch
auch ein bisschen, wir hatten ein kleines Problem. Fazit war natürlich aufgrund auf der Verortung in Essen sehr interessiert an den Essener Unterlagen. Da haben wir aber leider nur sehr wenig, aber wir hatten immerhin 4 Belegschaftslisten, Bücher, also relativ umfangreiche, die wir dann zur Verfügung stellen konnten. Und die sind jetzt ebenfalls auch schon digitalisiert. Ja, und dann hoffen wir eben, dass wir jetzt auch so weitermachen können. Und 2 weitere größere Quelleneinheiten, die wir ins Auge gefasst haben, sind einmal der Bestand an der Personalkartei, die in der Zeche von der Zeche Zollern in Dortmund überliefert ist. Und da habe ich dann mal ein Beispiel einer solchen Kartei hier mit eingeblendet. Und da sieht man ja auch schon, da sind relativ viele Informationen. Auf der Rückseite sind ebenfalls auch noch Angaben zu finden, die vielleicht jetzt aus genealogischer Perspektive nicht so interessant sind, aber vielleicht aus anderen Bereichen. Also da geht es um Beteiligung an Streiks und so weiter und so fort. Und als nächstes wäre dann vielleicht auch der Blick ins Aachener Revier mal, also um ein bisschen vom Ruhrgebiet auch weg. Der Bestand des Eschweiler da Gewerkschaftsvereins, da haben wir eine relativ, also 13 Meter an Personalkartei überliefert, die wir dann möglicherweise auch ins Auge fassen können. Und das macht ja, denke ich mir schon, also haben sicherlich schon einen Eindruck davon, welche Tausende um Tausende von Namen dann im Grunde genommen und Informationen dann von den Personen zur Verfügung stehen. Also das ist natürlich sicherlich eine ganz wichtige Sache, ne? Einfach dieser genealogische Aspekt, den wir haben, weil wir eben auch selber diese vielen Anfragen haben und das eine Sache ist, die wir einfach merken, auch mit anderen Archiven, dass das ein Interesse ist. Und wir sind ja auch so, dass wir sagen, wir wollen ja auch unsere Bestände zur Verfügung stellen. Und wenn das auch die Fragen sind, die einfach jetzt aktuell sind und auch in Zukunft wichtig sind, dann möchten wir das auch gerne bedienen können. Aber wir haben eben auch andere Dinge, die wir uns auch mit diesem Projekt vielleicht erhoffen. Und da möchte ich dann nochmal Herrn Prigoda weitergeben, der uns einfach jetzt noch ein bisschen über die Potenziale erzählen wird, die wir vielleicht auch für andere Forschungsbereiche sehen in diesen Quellen. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch als Nachsatz zu sagen, ja, natürlich, es steht ganz stark natürlich das Ziel im Hintergrund, die Zugänglichkeit unserer Quellen auch für eine genealogische Forschung sozusagen fruchtbar zu machen. Aber das ist innerhalb dieser Kooperation und das ist ja eigentlich auch das Spannende, dass wir als Archiv sozusagen auf Ihr Know-how auch ein ganzes Stück weit zurückgreifen, nämlich in der Erfassung eben dieser genealogischen Quellen. Also das macht für mich auch diese Kooperation durchaus spannend. Das muss ich schon sagen. Darüber hinaus haben wir natürlich durch unsere Einbindung hier und unser Tätigkeitsprofil über den Kreis der Genealogen hinaus auch andere Aspekte, wo wir uns eigentlich ja, Vorteile versprechen. Das ist einmal für gewisse sozialgeschichtliche Potenziale, sowie aber auch im Hinblick auf eine Verbesserung eigentlich der Datenbasis für die digitale Dokumentation, also letzten Endes auch für unser alltägliches Kerngeschäft. Da möchte ich jetzt abschließend noch ein bisschen näher auf diese Aspekte eingehen. Zum einen, was die Sozialgeschichte betrifft, denke ich, die Sozialgeschichte der Bergarbeiterschaft, die schon recht gut eigentlich erforscht ist, angefangen seit den 70er Jahren bis hin zu Mikro- und Makrostudien, die es inzwischen zu einzelnen Zechen und Revieren gibt, denke ich, lässt sich dann durch eine verbesserte Datenbasis doch noch einiges auch herausholen. Das gilt einmal auch ganz konkret für die Zusammensetzung von Zechenbelegschaft gemäß ihrer Herkunft. Das Ruhrgebiet versteht sich ja, oder ich sage mal so, die maßgeblichen Leute im Ruhrgebiet verstehen die Region ja immer sehr gerne auch als ein Schmelztiegel. Das ist so ein gewisser Mythos, den wir hier im Ruhrgebiet mit uns herumtragen, dass hier Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und aus unterschiedlichsten Kulturen vergleichsweise konfliktfrei leben und so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Integration gelungen. Lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Dabei war das Ruhrgebiet eigentlich schon
im Laufe der letzten 200 Jahre eigentlich eine Region, die sehr stark durch Zuwanderung geprägt war. Es liegt einfach auch an der wirtschaftlichen Entwicklung. Als hier eigentlich der Industrialisierungsschub durch den Bergbau und die Stahlindustrie einsetzte, oder bis das passierte, seit Mitte des 19. Jahrhunderts war das Ruhrgebiet eine überwiegend doch auch ländliche geprägte Landschaft. Und die neuen Werke benötigten jetzt natürlich eine zunehmende Zahl an Arbeitskräften, die sich sehr schnell nicht mehr aus der eigenen Region rekrutieren ließen, sodass man dann zunächst im Grunde genommen, oder dass es zunächst zu Nahwanderungen aus benachbarten Regionen im Siegerland, im Sauerland oder auch aus Holland gekommen ist. Bekanntermaßen setzte dann seit den 1880er und mit Wucht dann seit den 1890er Jahren die Anwerbung der sogenannten Ruhrpolen ein, also praktisch Anwerbung in den preußischen Ostprovinzen. Ruhrpolen waren insofern also keine polnischen Staatsbürger, den polnischen Staat gab es damals nicht, sondern es waren preußische Bürger polnischer Nationalität, die gleichwohl durch die preußische Politik mehr oder minder auch in ihren Rechten beschnitten worden sind und auch mit Misstrauen durchaus hier beobachtet worden sind. Das führte auch dazu, dass sich hier im Ruhrgebiet seit den 1890er Jahren ein sehr geschlossenes und festes Submilieu der Ruhrpolen herausbildete mit eigenen Gewerkschaften, eigenen Vereinen und so weiter und so fort. Das löste sich allerdings nach dem Ersten Weltkrieg auf, weil nämlich auch die Zahl der Ruhrpolen nach dem Ersten Weltkrieg drastisch zurückging. Im Osten war der polnische Staat neu gegründet worden und nahm ungefähr ein Drittel der Ruhrpolen auf. Ein weiteres Drittel zog weiter in Europa umher, um das mal flapsig zu formulieren, und wanderte in andere Bergbauregionen, namentlich in Nordfrankreich, ab. Und ein Drittel blieb hier vor Ort und assimilierte sich dann in den folgenden Jahren, insbesondere auch zur Zeit des Nationalsozialismus, wo viele im Grunde genommen ihre polnische Herkunft nicht mehr so laut vor sich hertragen mochten. Aber wenn man noch vor 5 Jahren, als es sowas noch gab, mal in ein Telefonbuch der Stadt Herne oder auch der Stadt Bochum geblickt hat, ließ sich natürlich diese Spuren, recht massiven Spuren der damaligen Zuwanderung, dann nicht mehr verleugnen. Also Namen wie der meinige, vielleicht dann in etwas anderer Schreibweise, tauchten dort durchaus massenhaft auf. Und bis heute, glaube ich, gibt es auch so spezielle Namen im Ruhrgebiet und spezielle Dialekte, die letzten Endes immer noch von dieser ersten großen Zuwanderungswelle zeugen. Ein zweiter Punkt, der mittlerweile auch schon recht gut erforscht ist, ist das Kapitel der Zwangsarbeiter und der Kriegsgefangenen, die während beider im Ersten und dann vor allem natürlich im Zweiten Weltkrieg hier auf den Ruhrgebietszechen arbeiten mussten. Da ließe sich jetzt sehr viel zu sagen. Das ist allerdings auch ein Forschungs-, das würde weit über den heutigen Abend hinausführen. Das ist allerdings auch inzwischen sehr gut erforscht und auch bei uns, zumindest im Bergbauarchiv, archivisch gut aufgearbeitet, weil nämlich in den 2000er Jahren es ja diese Initiative zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter gab und infolgedessen Unmengen von Anfragen an die Archiven gerichtet wurde, mit der Bitte, im Grunde genommen entsprechende Nachweise als Voraussetzung für so eine Entschädigungszahlung zu erbringen. Da hat sich, glaube ich, auch der Nutzen von Archiven nochmal sehr deutlich gezeigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, sind natürlich diese Zwangsarbeiter, die hier massenhaft eingesetzt wurden, recht schnell wieder abgewandert. Im Gegenzug kamen auch zahlreiche Vertriebene und Flüchtlinge hier nach Nordrhein-Westfalen und insbesondere ins Ruhrgebiet, sodass man eigentlich für dieses Jahrfünft nach dem Zweiten Weltkrieg davon sprechen kann, dass sich die ganze gesamte Ruhrgebietsgesellschaft neu formiert hat. Das
führte zu verschiedenen sozialen Verwerfungen, wo sich der Bergbau eben immer als ein Integrationsfaktor auch verstand. Also durch die Besonderheiten der Arbeit unter Tage, die Solidarisierungseffekte und die Kameradschaftseffekte, die dadurch erzeugt werden, die hat man im Grunde genommen praktisch dann abgeleitet, dass der Bergbau im Grunde die Menschen zueinander bringt und insofern zu diesem Schmelztiegel Ruhrgebiet mit beigetragen hat. Parallel hat man auch, war wie gesagt Krieg, die Zechenbelegschaften waren weitgehend zerrüttet, mussten neu aufgebaut werden mit zahlreichen Neubergleuten und vor allem aber auch durch den entsprechenden beruflichen Nachwuchs. Also der Bergbau hat in dieser Zeit eigentlich in allen Gegenden Deutschlands, insbesondere aber auch in Nord- und Ostdeutschland sowie in Bayern, in Süddeutschland sehr gezielt in den Schulen Anwerbungsaktionen durchgeführt, um entsprechend beruflichen Nachwuchs für die Bergarbeit zu gewinnen. Weil eine entsprechend stabile und qualifizierte Belegschaft war die Voraussetzung für den Wiederaufbau im Grunde genommen der Industrie und für das Erreichen entsprechender Förderzahlen. Kohle war im Grunde genommen natürlich die Grundlage oder die Basis auch für den Wiederaufbau der gesamten deutschen Wirtschaft und war bis in die Mitte der 50er Jahre hinein auch mehr oder minder auch noch bewirtschaftet. Wie gesagt, wurde dann sehr schnell abgelöst durch die Bergbaukrise, die 1858 einsetzte. Gleichwohl, auch während der Krise hat der Bergbau immer weiter aktiv nach neuen Bergleuten gesucht. Zunächst kamen Italiener seit Mitte der 50er Jahre, dann seit den 60er Jahren Spanier, Griechen, Jugoslawen und sogar mit Südkorea wurde 1963 ein Anwerbeabkommen geschlossen, sodass hier eine relativ begrenzte Zahl koreanischer Bergleute auch in Deutschland gearbeitet hat und auch tatsächlich bis in die jüngste Zeit hinein es auch immer wieder Anfragen aus Korea gab, nach Vorfahren und so weiter. Ja, und schließlich dann natürlich seit den 70er Jahren kamen dann zunehmend oder verlagerten sich die Anwerbeaktivitäten zunehmend auch in die Türkei. Türkische Staatsbürger und Bergleute türkischer Herkunft haben bis zum Schluss einen re recht großen Teil der Zechenbelegschaften im deutschen Steinkohlenbergbau dargestellt. Eine zweite, auch sozialgeschichtlich durchaus interessante Kategorie ist das Geschlecht, beziehungsweise, was Maria eben schon angesprochen hat, die Frauenarbeit. Gerade hier im Ruhrgebiet gilt der Bergbau meines Erachtens durchaus zu Recht, historisch gesehen, als eine reine Männerdomäne und als Domäne einer, sag mal, gelebten Männlichkeit. Es lag schlichtweg auch daran, dass per Bergverordnung, ich glaube, seit den 1830er Jahren, die Arbeit von Frauen unter Tage bergbehördlich schlichtweg verboten war. Und insofern hieß es immer im Grunde, Frauen haben auf Zeche nichts zu suchen. Das ging sogar noch in meine ersten Jahre, bis in meine ersten Jahre hier im Ruhrgebiet hinein. Da hieß es dann immer noch, dass es wohl auch den einen oder anderen Bergwerksdirektor gab, der sich dagegen sperrte, dass tatsächlich Frauen auf seiner Grube eingefahren sind. Also, und seien es auch nur als Besucher. Gleichwohl aber fanden sich natürlich Frauen eigentlich auf Zeche immer und an verschiedenen Stellen und durchaus nicht nur in der Küche oder in irgendeinem Vorzimmer als Sekretärin, sondern, und das zeigt schon ein erster Blick in die Ewald-Karteikarten, sie waren auch an vielen anderen Positionen beschäftigt. Und insofern erhoffen wir uns jetzt auch von diesem laufenden Projekt und insbesondere von der Bearbeitung der Ewald-Überlieferung, dass wir eigentlich gängige Narrative oder bis dahin etablierte Narrative nochmal vielleicht auch ein Stück weit korrigieren können, indem wir doch ein genaueres Bild von der Arbeit von Frauen in den Bergwerken gewinnen können. Ein letzter Punkt, ich habe hier einfach notiert, Berufe und Tätigkeiten.
Das ist vielleicht etwas, auf das Sie auch stoßen werden, wenn Sie die Karteikarten gucken. Es gibt da durchaus etwas auch ungewöhnliche Berufsbezeichnungen. Bis heute gibt es meines Wissens kein gültiges Vokabular oder allgemein gültiges Vokabular für bergbauliche Berufe. Auf der Projektseite Genealogen-WG ist ein Verzeichnis von einschlägigen Bergbauberufen hinterlegt, das ein sehr praktisches Hilfsmittel ist für die jetzt kommenden Projektarbeiten, was aber eigentlich auch die ganzen Problematik auch zeigt, die damit verbunden ist, für den Bereich des Bergbaus im Grunde genommen eine systematisch in sich geschlossenes Vokabular der verschiedenen Berufe zu erstellen. Das zeigt sich einmal darin, dass natürlich ein Bergwerk als weitgehend abgeschlossener Produktionsbereich viele verschiedene Berufe kannte. Das waren einmal die sehr spezifisch bergbaulichen Berufe, Bauer, Steiger, Schlepper und so weiter und so fort. Aber auch ganz normale Handwerkerberufe, zum Beispiel wie Schlosser oder später dann Elektriker, Lokführer, heute sehr aktuell. Lokführer gab es da natürlich auch. Es gab natürlich in dem Bereich der sozialen Einrichtungen, wie der Werksküche, gab es entsprechend Beschäftigte und so weiter und so fort. Also es war ein ganzer Kosmos verschiedenster Berufe, teilweise dann eben auch in einer bergbaulichen Spezialisierung, wie beim Grubenelektriker, der dann unter Tage für die elektrischen Einrichtungen tätig war. Ist das jetzt ein Elektriker oder ist das ein Grubenelektriker? Also wie gesagt, da gibt es schon Überschneidungen. Zum Zweiten zeigt diese Liste auch sehr schön so dieses Nebeneinander von eigentlichen Berufsbezeichnungen oder rein Tätigkeitsbezeichnungen oder auch Amtsbezeichnungen, sowie umgangssprachliche Tätigkeitsbeschreibungen. Ein Beispiel ist den Begriff kannte ich bislang auch noch nicht, der Assassinator, auch Kübelwart oder Kübelmajor genannt. Der hatte schlichtweg die Aufgabe, die Latrine unter Tage, falls sie denn genutzt worden ist, zu entleeren. Das war natürlich kein Ausbildungsberuf im strengen Sinne. Es war eigentlich auch kein Beruf im strengen Sinne, sondern bestenfalls die Bezeichnung für eine ganz normale Tätigkeit. Demgegenüber ist der Bergbautechnologe ein seit 2009 anerkannter Ausbildungsberuf im modernen Bergbau. Der Berggeschworene, der direkt danach in der Liste kommt, ist allerdings eine Amtsbezeichnung für einen staatlichen Bergbeamten aus der Zeit des Direktionsprinzips, der im Grunde genommen für einzelne Bergwerke zuständig war und auch im sogenannten Berggericht saß. Ja, also auch hier hat man so eine zeitliche Dimension noch mit drin, wo sich Berufsbezeichnungen schlicht gewandelt haben. Und dann kommen natürlich auch noch Sammelbezeichnungen und entsprechende Spezialisierungen dazu, wie beispielsweise der Steiger als Sammelbegriff für das technische Aufsichtspersonal, dann in den einzelnen Spezialisierungen, wie beispielsweise der Wettersteiger, der praktisch unter Tage dann für die Grubenbewetterung zuständig war, der Maschinensteiger oder der Elektrosteiger. Wenn man jetzt auf den industrialisierten Steinkohlenbergbau blickt, der ja bei uns in dem Projekt im Vordergrund steht und auch im Vordergrund unserer Überlieferung steht, könnte man vielleicht ganz basal vor allem drei Berufe oder Berufsbezeichnungen hier mal herausstellen. Das ist einmal der Schlepper, der gemeine Schlepper, der praktisch unter Tage für den Transport der Kohle zuständig war. Einmal im Streb, wo die Kohle gewonnen worden ist, war es seine Aufgabe, die dann im Grunde auf den Förderband zu verladen und mit in die bis zur Strecke zu bringen und auch unter Tage vom eigentlichen Abbauort durch die Strecken bis zum Schacht bis zum Füllort am Schacht im Grunde genommen zu transportieren. Also das war jemand, der für den Kohletransport eigentlich zuständig war. Dann gab es wichtig natürlich der Hauer, eigentlich der Inbegriff des Bergmanns. Das war derjenige, der vor Ort eigentlich die Kohle hereingewonnen hat. Erst mit der Kohlenhacke, später dann mit dem Abbauhammer.
Das war eine Tätigkeit, die erst seit den 1920er Jahren eigentlich geregelt worden ist und zu einem Ausbildungsberuf mit einer geregelten Ausbildung versehen worden ist und der Ablegung einer Hauerprüfung. Vorher war im Grunde genommen, gab es diese Ausbildung als solche eigentlich nicht, sondern da ist man unter Tage eingefahren und wurde letzten Endes beim ersten Mal dann von der Kameradschaft unter die Fittiche genommen und dann wurde im Grunde genommen Learning by Doing gelebt, vornehmer formuliert, das Erfahrungswissen wurde sozusagen dann von Mann zu Mann unter Tage weitergegeben. Diese beiden Schlepper und Hauer waren letzten Endes im engeren Sinne Bergarbeiter, die unter Tage gearbeitet haben, während die Steiger, die ich eben schon genannte, eigentlich fest angestellt waren, sozusagen als verlängerter Arm der Zechenleitung galten und als Zechenbeamte im Grunde genommen die Arbeit beaufsichtigt haben. Also das wären so grundlegend die drei Berufe, die insbesondere für den industrialisierten Steinkohlenbergbau eine große Rolle spielten. Daneben gab es natürlich noch viele weitere Berufe, bis vom Markscheider, also den Vermessungsingenieuren unter Tagen eigentlich bis hin zum eigentlichen Bergwerksdirektor hinauf, gab es da sehr viele auch noch weitere Funktions- und Berufsbezeichnungen. Ja, das soll es von unserer Seite erstmal gewesen sein. Da sagen wir erstmal Dankeschön. Das war schon mal sehr informativ. Ich habe eben schon gesehen als Admin, dass schon während der Sitzung die ersten Eingaben erfolgt sind und sich schon einige da auf der Seite treiben. Frau Schäbers hat es eben erwähnt, wir haben stilles Essen digitalisiert, das sind 20.000 Personen. Vielleicht noch zu der Eingabe, weil ich habe eben schon gesehen, kamen schon Fragen auf. Es gibt Karteikarten, es gibt Bücher und jede Unterlage hat so ihren besonderen Schwerpunkt. Wenn man auf Ewald schaut, findet man zum größten Teil sogar ganze Lebensläufe. Also wann war denn der erste Tag unter Tage? Also gar nicht auf der Zeche Ewald, sondern richtige kleine Lebensläufe. Wann hat die Person mit der Ausbildung begonnen? Welche Berufe hat die Person sich erschlossen in den letzten Jahren und mit welchem Beruf wird er jetzt eingestellt? Vorteil wird ja dann, wie bei all unseren Projekten immer sein, dass man über den Link dann ja auch zu dem Originaldokument kommt, und dann für jeden nutzbar eben auch die anderen zusätzlichen Informationen für sich persönlich auslesen kann. Das, was wir jetzt an Daten erfassen, das sind die Daten, wo wir davon ausgehen, dass wir die in all den Digitalisaten dann als Grundstock verfügbar machen. Also Geburtsdatum, Vorname, Nachname, Geburtsort, dann die Provinz, eben von Herrn Prigoda angesprochen. Ne? Also spannend ist das Zuwanderer aus Böhmen, Italien haben wir schon in der Datenbank, ist es Schlesien, Polen etc. Dann den sogenannten ersten Arbeitstag und den Abgang, wobei wir dann wirklich das letzte Datum erfassen, also nicht die letzte Schicht, sondern den Abgangstermin. Da sind auch in den Unterlagen immer zwei Daten zum Verlassen der Zeche. Was ich persönlich schon lernen durfte, beim Digitalisieren und auch jetzt beim Erfassen ist, was für mich gar nicht so klar war, wie häufig Bergleute wirklich die Zechen gewechselt haben. Also nicht nur mit einer Versetzung vielleicht von einem Betriebsteil zum anderen, sondern auch wirklich von einer Zeche zur nächsten und teilweise über Ortsgrenzen hinweg und das immer unter dem Hintergrund, dass ich sag mal, sicherlich die Leute kein Auto hatten, um mal eben 20 Kilometer zu überbrücken und man sich fragt, wie die das denn alles bewältigt haben bei einer
8-Stunden-Schicht unter Tage und sicherlich mit An- und Abreise einem 12-Stunden-Tag. Also sind schon tolle Erfahrungen, die man schon beim Eingaben macht, bei den Eingaben macht. Ja, das war tatsächlich, also diese besonders hohe Fluktuation, das war tatsächlich ein Kennzeichen des Bergbaus bis in die 20er Jahre hinein und war ein großes Problem für die Bergwerksgesellschaften, weil man im Grunde genommen keine Stabilität in die Belegschaft und in die Betriebsverhältnisse reingebracht hat. Und das war eigentlich auch ein Grund, warum man dann mit verschiedenen Mitteln versucht hat, die Leute an sich zu binden, bei Werkswohnungen, die dann in dem Moment, wo der Bergmann nicht mehr auf Zeche war, musste die gesamte Familie ausziehen. Ne? Und es gab ja auch andere Gründe als so eine Abkehr, Zwangsabkehr infolge eines Streiks oder aber auch Verunglückung und sowas. Und da mussten im Grunde genommen dann die Leute sofort raus. Aber das waren im Grunde genommen so die Anfänge auch einer betrieblichen Sozialpolitik, indem man die Leute an sich binden wollte. Ich sehe heute, ich sehe im Chat noch zwei Fragen. Einmal, welche Sperrfristen gelten da? Das ist natürlich bei personenbezogenen Unterlagen ganz wesentlich. Sperrfristen, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergeben. Also Datenschutz gilt für lebende Personen und demnach ist es eigentlich so, dass wir von einer Sperrfrist von 10 Jahren nach Tod ersatzweise 100 Jahre nach Geburt, weil meistens kennt man das Todesdatum nicht, ersatzweise 100 Jahre nach Geburt ausgeht. Da können wir einigermaßen sicher sein, dass wir den Auflagen des Datenschutzes Genüge tun. Wobei sich immer wieder zeigt, dass sich eigentlich die wenigsten Personen gestört fühlen, wenn sie Namen, Nachweise praktisch zu sich entdecken. Im Gegenteil, die sind meistens erfreut. Also wir hatten bislang noch keinen einzigen Fall, wo jemand gesagt hat, ihr habt ja aber gegen Datenschutz oder meine Rechte, Datenrechte verstoßen. Bitte nehmt hier wieder was aus dem Äther raus. Also das insofern, wir handeln das mit der notwendigen Sensibilität. Würden von allen auch nie irgendwie persönliche Fotos, Kinderfotos oder sowas rausgeben. Das ist so ein Sonderfall. Aber wie gesagt, bisher haben wir da eigentlich noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Dann, Frau Murmann, ich darf Sie direkt ansprechen. Wir hatten das schon so ein bisschen über den Chat geregelt. Ich hatte allen okay. auch Anfragenden, die jetzt auch persönlich, also an die Personen suchen oder Unterlagen. Gerne wenden Sie sich an uns, gerne auch an mich persönlich, maria.schäpers, also mit AE, @bergbaumuseum.de. Ne? Dann können wir das nochmal genauer prüfen und Ihnen eventuell dann auch, was genealogische Dinge und sonstiges angeht, sagen, was wir an Überlieferung haben. Was Maria ja schon gesagt hatte, dass wir natürlich nicht alle personenbezogenen Unterlagen aufbewahren können. Das geht schon rein mengentechnisch nicht. Wenn Sie bedenken, der Bergbau im Ruhrgebiet hat eine fast 200-jährige Geschichte durchlebt. In der Hochzeit, in den 50er Jahren, waren bis zu 500.000 Menschen in einem Jahr hier in den Ruhrgebietszechen beschäftigt. Das vermittelt so ein bisschen mal eine Ahnung von den Dimensionen, die im Grunde genommen diese Belegschaften hatten, und auch von den Dimensionen, was die dann im Grunde genommen an personenbezogenen Unterlagen hinterlassen haben oder wie es da gab. Also, das lässt sich im Grunde genommen nicht bewältigen, auch nicht durch große Archive bewältigen. Und insofern versucht man als Archivar natürlich einen Schnitt reinzulegen und nach bestimmten Kriterien gezielt Bestände aufzubewahren. Also wir haben beispielsweise die Karteikarten von der Zeche Zollern in Dortmund natürlich aufbewahrt, weil es eine in sich geschlossene Überlieferung ist, weil Zollern als sogenannte Musterzeche eine gewisse Relevanz hat. Das waren so die Gründe, warum wir das komplett aufbewahrt haben.
oder auch die Überlieferung des Eschweiler Bergwerksvereins in Aachen, weil hier im Ruhrgebiet hatten wir schon ein paar Zechen sehr dicht dokumentiert. Für den Aachener Raum war das noch nicht der Fall. Deswegen haben wir das gerne im Grunde genommen auch übernommen. Ja, aber wie gesagt, man kann letzten Endes, muss man schauen, dass man teilweise auch Dinge nicht individuell, sondern mehr idealtypisch einmal dokumentiert und andere Sachen dann letzten Endes nicht übernimmt, beziehungsweise dann entsprechend kassiert, vulgo wegschmeißt. Herr Bormann, jetzt. Wann sind denn die ältesten Daten? Wie alt sind die? Boah, Sie meinen jetzt bei Ewald oder was im Archiv bei uns? Was an Bergbau-Stammdaten vorhanden ist? Das kann ich Ihnen aus der Lameng gar nicht sagen. Also das müsste eigentlich So Pi mal Daumen, wie. Anfang des 19. Jahrhunderts Ja. müssten so die ersten personenbezogenen Überlieferungen hier bei uns vorhanden sein. Aber das sind dann nur einzelne Splitter, Belegschaftslisten, einzelne Schichtenzettel und ähnliches. Ja, also wir haben tatsächlich dann auch nochmal einzelne Namensnennungen, die weiter zurückreichen oder nochmal eine Liste, die auch ins 19. Jahrhundert hineingeht. Aber das ist, aber ich kann gern auch nochmal gucken, das Also ganz genau. ab Ja. 1800 so ungefähr geht's los. Nee, eher ab 1900, also oder Ja, Ende 1800 so und so. Ja, genau. 19. Jahrhundert fängt Hundert. ja 1801 an. Ja, aber genau. Also ich sagte bis so ins 19. Jahrhundert hineingehen, aber es ist richtig. Also 1800, das sind die, also wir haben ja sowieso die Überlieferung der Zechen bis auf wenige Sachen sowieso erst so ab der Mitte des, also 1850, 60 angeben. Ne? Also insofern, ja. Ist das sehr rudimentär, was im 19. Jahrhundert überliefert ist, ne? Ja. Vielleicht differenziert man auch nochmal nach Geburtsjahren. Ist ja ein Unterschied, wann hat derjenige auf der Zeche gearbeitet, wann ist er geboren. Und die jüngsten Geburtsdaten, die mir bislang untergekommen sind, starten so 1875. Ja, wie gesagt, es gibt Einzelfälle auch aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also bis 1850, wobei natürlich das Gros der Überlieferung erst in der zweiten Hälfte einsetzt und dementsprechend auch Personalüberlieferung letzten Endes erst gegen Ende des Jahrhunderts in größeren Umfange bei uns zu finden sind. Herr Vielleicht noch ein Bade? kleiner Aufruf Oder Herr Birnbach. an die Gemeinschaft hier. Das ist ja auch ein Kreis, der sehr aktiv ist bei Comgen. Und ich gehe mal davon aus und schätze, fast alle, die heute Abend hier zuhören, sind auch regelmäßige Besucher lokaler Archive. Was wir auch lernen durften im Projekt, dass einige Städte da auch noch ein paar Schätze haben. Also man weiß gar nicht, was wo alles archiviert ist. Vielleicht gehen Sie einfach mal hin, wenn Sie das nächste Mal in Ihrem lokalen oder regionalen Archiv sind und fragen einfach mal, ob da auch Personenstandsdaten oder Unterlagen noch vom Bergbau in dem Archiv zu finden sind. Ich bin gebürtiger Mülheimer, Mülheim an der Ruhr. Ich weiß von dem Mülheimer Archiv, dass die auch noch Personenstandsdaten haben, die aber noch gar nicht richtig erfasst haben, weil die noch alle ja, in Kartons verpackt sind und da seit 20 Jahren im Prinzip keiner reingeschaut hat. Also da gibt es sicherlich noch viele Schätze zu heben. Ich habe eine Frage und zwar, gibt es denn bei Ihnen schon eine Übersicht, was für Unterlagen Sie jeweils zu einer bestimmten Zeche haben? Weil es gibt ja die verschiedensten Unterlagen und gibt es bei Ihnen eine Übersicht, was da zu jeder Zeche da vorhanden ist? Ja, also Sie können auf Verzeichnungsebene ist eben tatsächlich, ne, also für jedes Bergwerk das schon aufgemetert, inwieweit da Personenunterlagen sind. Wir haben intern unsere Listen, unsere Suchlisten, damit wir eben, wenn die Anfragen kommen, das identifizieren können. Aber wir haben jetzt noch nicht wirklich einzeln die
Überlieferung so aufgeschlüsselt, ne, dass man sagt, wir hätten jetzt so ein Dokument, wo man also leicht einmal gucken kann. Das wäre auch eine Sache, die wir jetzt, wo wir uns halt intensiver mit den genealogischen Aspekten auseinandersetzen und sagen, wir wollen eben unsere Quellen in zugänglich machen. Das ist auch so ein Ziel, das wir so ein bisschen intern auch verfolgen. Ne? Das ist ja auch einfach eine Service-Sache, ne? Und auch eine Sache, dass wir sagen, man braucht gar nicht erst anzufragen, wenn man weiß, na gut, im Bergbauarchiv gibt es halt so der Zeche XY gar keine Unterlagen und ich weiß, mein Großvater war eben dort beschäftigt. Ne? Aber momentan ist es tatsächlich so, es kommt eine Anfrage, haben Sie was dazu? Und dann identifizieren wir, was an Unterlagen gibt, wenn es sie dann gibt und gehen dann daraus weiter. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Ziel, was wir uns vorstellen, dass wir schaffen wollen, ja. Hängt auch so ein bisschen, wenn ich das ergänzen darf, natürlich mit der archivischen Arbeit zusammen. Das ist ja letzten Endes das Übernehmen und dann das Erschließen praktisch im nächsten Schritt. Das heißt, wir haben hier eine ganze Menge an Bestände. Wir sind im Moment, ich glaube, bei 370 einzelnen Beständen. Das ist so praktisch für uns so eine Einheit, mit der wir handeln können. Wir haben verschiedene Zechenbestände. Da wissen wir, ja, wir haben 200 Meter im Regal stehen, das wir seinerzeit von einer Zeche übernommen haben. Aber da haben wir die Unterlagen noch gar nicht in Tiefe erschlossen. Wir wissen ungefähr, was drin ist, aber wir wissen es noch nicht genau. Insofern auch da letzten Endes bisschen Spitze des Eisberges, wo wir uns versuchen, im Grunde genommen zu nähern von oben, also in einem Top-Down-Vorgehen. Und insofern ist es natürlich immer gut, sage ich mal, tatsächlich die Archive anzufragen, weil natürlich wir mit auch unseren notwendigerweise teils internen Hilfsmitteln dann nachschauen können, ob da was vorhanden sein könnte. Das können wir natürlich nur in einem gewissen Rahmen tun. Also wir können nicht jetzt hier Mitarbeitenden von uns den ganzen Tag lang dann an einen unerschlossenen Bestand setzen, um nach einem Namen zu suchen. Das gibt unser Personalkorsett nicht her. Aber wir bemühen uns natürlich dann zu schauen, wo könnte was sein. Wir schauen auch, es müssen ja nicht alle Quellen bei uns sein. Herr Behrendt fragt auch im Chat an, ob die Uranbergwerke in Sachsen praktisch erfasst werden. Nein, nicht in unserem Projekt. Das liegt schlichtweg daran, dass die entsprechenden Unterlagen heute entweder in den staatlichen Archiven, Landesarchiven liegen oder aber direkt noch bei der Wismut GmbH als Nachfolgegesellschaft der SDAG Wismut. Aber das sind Informationen, die wir die Ihnen dann auch im Zweifelsfalle geben und wo wir weiterverweisen können. Insofern, auch da versuchen wir nach Möglichkeit behilflich zu sein. Was? Und Maria hat das gesagt, aber es kam jetzt hier auch noch mal im Chat eine Anfrage. Wie detailliert muss eine Anfrage sein? Ich sage das mal ganz offen und flapsig. Das hilft uns natürlich nichts, wenn jemand schreibt, mein Großvater Werner Müller hat irgendwann in der Weimarer Republik in einer Zeche im Ruhrgebiet gearbeitet. Da war er einer von ungefähr 1 Million. Da fangen wir gar nicht erst groß an zu suchen. Wir brauchen möglichst genau im Grunde genommen die Daten, die Orte und den Zechennamen. Also wenn wir das haben, dann können wir tatsächlich was damit anfangen. Wobei allein schon bei Orten wird es unter Umständen auch schwierig. Also im Bochumer Stadtgebiet oder im Essener Stadtgebiet gab es natürlich ein Dutzend verschiedener Zechen. Da kann man nur sagen, ja, okay, wir gucken mal, ob da was drin ist in diesem einen Bestand. Entschuldigung, schauen da mal kurz rein. Aber je genauer die Anfrage ist, je mehr Daten wir bekommen, desto leichter können wir damit umgehen. Nur wenn wir jetzt weiter nichts mehr haben, dann sagen wir nochmal schönen Dank an euch.